Ja, was für ein spannender Montag heute. Und so geht es bei uns auch gleich weiter. Auch wir schauen natürlich auf die Wahl und vieles mehr. Herzlich willkommen zur Sendung heute. In anderen Ländern hat man sich schon viel einfallen lassen, um Falschfahrer zu stoppen. Österreich zum Beispiel setzt auf Abschreckung durch Warnschilder. Die USA, da wird der Reifen zerfetzt, wenn man in falsche Richtung auf eine Straße auffährt. Aber eigentlich sollten solche Bilder wie die heute hier bei uns Abschreckung genug sein. Und die Frage mal wieder ganz aktuell aufwerfen, warum es denn immer wieder dazu kommt und wie man solche Unfälle verhindern kann. Also ein so wichtiger Einblick. Danke dafür. Wir gucken auf die Prominenz. Wir treffen nämlich heute Sharon Stone. Wir zeigen, wer Elton John Konkurrenz gemacht hat und warum Fernsehkoch Nelson Müller jetzt auch noch singen will. Brisant prominent. Und wir legen auch gleich los, und zwar laut, schrill und bunt. Es geht endlich wieder los am Broadway nach so langer Pause mit der Verleihung der immer wieder verschobenen Tony Awards. Und Cyndi Lauper unter anderem war dabei, kam extra in lila, kaum wiederzuerkennen. Auch er, John Legend mit Frau Chrissy Teigen war da, feierte den Abend genauso wie Schauspieler Jake Gyllenhaal. Und Sienna Miller mit Sonnenbrille, okay, war ja bunter Abend. New York kam, um allen zu sagen, endlich seid ihr wieder da. Nach der langen Corona-Zwangspause dürften die Gebäude... Und die Tony-Gewinner, unter anderem das mehrfach ausgezeichnete Musical Moulin Rouge, durften also endlich wieder mal die Röcke so richtig fliegen lassen. Bunte Bilder also aus New York. Und jetzt kommen wir zu ihr. Alle haben sich um sie gerissen in Zürich beim Filmfestival und wir durften sie sprechen. Sharon Stone, die Einmalige, heute bei uns im Interview. Und sie hat sehr privat erzählt, wie sie die Angst vor der Bühne verloren hat, was es heißt, eine starke Frau in Hollywood zu sein, gar nicht mal so leicht. Und was sie als ihren größten Erfolg sieht. Sharon Stone, heute in Brisant. Und auch die Superstars haben mal Bammel. Wer hätte das gedacht? Wir kommen zu den Hinguckern beim Global Citizen Festival, Meghan und Harry. Klar, endlich mal wieder gemeinsam auf der großen Bühne. Und das nur gute 3 Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Da wollten alle natürlich ganz genau hingucken. Ansonsten war die Idee des Festivals überragend. Musiker wie zum Beispiel Billie Eilish oder auch Jennifer Lopez und viele, viele andere singen an ganz verschiedenen Orten der Welt. Alles wird zusammengespielt und es geht um wichtige Botschaften und natürlich um ganz viel Musik. Und wirklich lange nichts gehört haben wir von ihm, von Jan Ullrich, unserem ehemaligen Radprofi. Dem ging es ja wirklich nicht gut, gab da ja einige Skandale tatsächlich. Nun ist er aber wieder da und bekommt ausgerechnet eine Liebeserklärung von einem, der mal sein schärfster Gegner war. Also wenn das nicht fast romantisch ist. Die zwei, die jetzt kommen, würden auch gern Meister werden. Wir können Ihnen keine Interviews mit hungrigen Sängern empfehlen. Aber in diesem Fall ist Ramon Roselli auch tatsächlich selber schuld. Er hatte nämlich die Idee, kann er richtig gut singen und im Notfall kocht er eben auch. Also das gelingt in jedem Fall. Also jetzt kommen beide hier bei uns, singend und kochend. Okay, Schauspieler sind die beiden nicht, aber singen können sie und der eine auf jeden Fall richtig gut kochen. Ich vermute, Sie haben jetzt Lust aufs Abendessen. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind. Wir starten hier immer pünktlich 17:15 Uhr, wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin alles Gute von uns, mehr zu den Themen unserer Sendung, auch immer online. Alles Gute, tschüss.